Check this out. So Leute, und in diesem Sinne, grüß die Servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FarmLife. Mahlzeit. Servus. Moin. Moin. Der eine, der wieder am Fressen ist. Aber es war jetzt auch geil, er war jetzt so wie ihr steht, genau von rechts nach links. Ja, das war jetzt, warum ich mich nachher noch so dem Daniel gestellt habe. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, ich habe wieder vier Leute vor mir stehen. Crazy ist auch wieder am Start, denn ja, nach dem letzten Mal, wo er zum Probearbeiten hier war, sind wir in der Tat so bescheuert gewesen und haben ihm eine feste Einstellung gegeben. Wieso versteckst du dich jetzt? Da willst du Daniel gerade am Arsch lecken. Nein, dann stehen ja, Daniel, zieh mal die Hose runter. Nee, das stinkt. Hochdruckreiniger. Ja, warte, ich hol ihn. Warte, ich hol ihn. Daniel, komm her. Ach, so weit kommst du nicht. Ja, scheiße. Daniel, komm jetzt her. Er möchte dich waschen. Ich muss gewaschen werden. Ja, wir sind dementsprechend jetzt ein Mitglied mehr hier bei Team ADHS und ja, dementsprechend auch bei FarmLife. Und ja, Crazy hat jetzt auch seine eigene Halle bekommen hier. Hat doch schon sich die ersten Fahrzeuge gekauft. Weswegen unser Kontostand wieder gefühlt 1 Million weniger ist. Ich denke genau zu sein wie 900.000 gewesen. So, und dann würde ich sagen, begeben wir uns an die Arbeit. Wir haben ein bisschen was zu tun heute und morgen im April auch. Ja, du kannst dich am besten erstmal um die ganze Produktion erstmal wieder kümmern und durchchecken. Da habe ich nicht gerade schon gesehen, da sind einige, die hier Hilfe schreien. Und dann für die restliche Arbeitsverteilung an die anderen drei könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ich brauche zwei Freiwillige, die Big M fahren wollen und ich brauche einen Freiwilligen, der schwadern will. Ich fahre da. Schwadern will? Mal eine Frage, bist du sicher, dass Jason schwadern soll? Nee. Ich mach's gerne. Ich wollte sagen, ich mach's auch wohl. Mir ist das egal. Ich nehm das, was übrig bleibt. Ich geh Marcel's Big M. Scheiß, dich lass ich da nicht einsteigen. Jeder andere darf den haben. Ja, Daniel, bleib du mit. Ich wollte sagen, es war zu spät, ich sitz schon drin. Ja. Soll ich meinen Hänger jetzt nehmen, oder? Du weißt nicht, was Schwadern ist, oder? Nee. Das ist nämlich das, was mit Crazy noch lustig wird. Crazy ist im Landwirtschaftssimulator ein Anfänger und so, und auch in der Landwirtschaft, was das betrifft. Also, der kennt die meisten Sachen nicht und kennt sich dementsprechend auch nicht so dem Spiel aus. Schwadern bedeutet, du musst mit einem Trecker und einem Gerät dahinter, mit einem Kreiselschwader, das Gras zusammenlegen. Haben wir irgendwo noch Milch gerade drin, ja, oder muss ich noch holen gehen? Kuhstall oder Silo? Und ganz wichtig an die zwei Big M-Fahrer, ihr fahrt bitte beide auf dieselbe Wiese, damit die als erstes fertig wird und er da anfangen kann zu schwadern. Meine Frage wäre jetzt, können wir nicht besser direkt im Schwad zusammenlegen? Ne, da ist ja schon gemäht. Achso. Außerdem hat der Kreiselschwader eine größere Arbeitsbreite als der Big M. Wo ist der Schwader? Komm mit. In der Halle, den Spruch kriege ich auch immer. 42 Schwader. Als erstes? Ja. Von groß nach klein, ja. Ich fahr mal rüber. Also Jason, das mit deiner Nachricht wegen COD gestern, ich hab's zu spät gesehen gehabt. Ich war da schon wieder aus COD raus. Alles klar. Ja, weil ich hab mich gestern endlich mal wieder hingehockt und hab mir Wrestling von Montag angeschaut, von Raw. So, das Grüne hier, das ist der Schwader. Mit dem überraschenden Erscheinen von Uncle Howdy.
Nummer. Da musst du jetzt eben gleich kurz am Anfang warten, bis die Jungs da die erste Wiese durchgebollert haben. Weil der ist schon einmal gemäht worden, da liegt schon Gras drauf. Wenn die das zweite Mal gemäht haben, dann kannst du da anfangen zu schwadern. Und du musst dann halt gucken, dass du immer über die lange Bahn fährst und vernünftig fahren, weil das, was du jetzt alle zusammenlegst, müssen wir nachher mit dem Ladewagen einsammeln. Also nicht fahren, als hättest du Vollstoff gesoffen. Ich weiß. Kann der nicht besser, kann der nicht besser die erste einmal außen rum, dass er dann aus dem Grün rausholt und dann nachher einmal hoch und runter? 42 ja, kann auch. Was machst du da? Warte. 42 meinst du, gell? Ja, da wo die beiden jetzt am Mähen sind. Papa, ich fahr direkt die Bahn rechts neben dir. Bist du in der Ecke einmal im Kreis gefahren, oder? Ich mach das schon richtig, Jason. Aber Marcel, jetzt mal so wegen deinem Wrestling vorhin, ne? Oder gerade. Ich hab letzte Tage was gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon mal was von gehört habt. Dass Shane McMahon jetzt zum Ivy geht. Gibt ständig irgendwelche Gerüchte, dass irgendwelche Leute zu All Elite gehen. All Elite ist auch der reinste Restposten. Ja, aber ich meinte, weil Angel Howdy kam jetzt mit dem Firefly. Ja, dann haben sie echt geil gemacht. Mhm. Vor allem, es gibt ja diese ganzen Memes, Rest in Peace Chad Gable und so, weil er ja da verletzt in der Ecke liegt. Und die Alpha Academy ihn ja verlassen hat, mehr oder weniger. Vor allem mit der Musik dann noch vom Bray dabei und so, Alter, ich hab's auf der Arbeit gesehen, Alter, ich hatte kurz ein bisschen Pipi in der Augen. Ey, ein Kollege hat mir das geschickt, wo ich in der Schule war, ich war gerade auf Toilette, hab mir das angeschaut, Alter, ich war froh, dass die Schule aus war, weil ich hab wirklich fast geheult. Aber was ich mich immer noch frag, also, es wird ja vermutet, dass Uncle Howdy wird gespielt von dem Bruder von Bray. Ja, Bo Dallas steckt da drin. Aber wer sind die anderen? Da, der die mit dem Hammer ist Cross, Rogue. Eric Rowan. Ach, wie hieß der andere jetzt nochmal? Dieser Blonde, der auch so ein bisschen Psycho ist. Der The Mist da verfolgt hat, sogar bis nach Hause, noch in der Storyline und so. Ja, ich weiß, wer den meinst. Mit dem Namen gerade auch. Irgendwas mit B war es hier, glaube ich. Ich bin echt mal gespannt, was die abliefern. Was denn ihr Ziel ist. Zum Thema Unsauberfahren. Ich sag da lieber nix. Ist Jason vor dir? Nein. Du hast was vergessen. Gehabt. Ganz in der Ecke reinfahren tue ich nie. Weil du sonst irgendwie mit dem Schwager hängen bleibst. Bei den Geraden fahre ich wo ganz dran, so weit wie es ihnen geht, ohne halt irgendwie mit dem Brauner in Konflikt zu kommen. Fuck. Also du rennst schneller als 25. Wer rennt schneller als 25? Crazy rennt schneller als 25. Ich fahr gerade mit dem Big M 25 und er rennt schneller. Ja, du sitzt ja auch drin, Jason, ist normal. Nee, wie lange ist der Pferd da bei dir? 15? 25.
Zum Glück habt ihr kein PC, oder? Nein. Glück. Konsolenspieler. Ich habe einen Gaming-Laptop hinter mir stehen. Ja, hab ich auch, aber... Ja, aber... Stellt euch mal vor, Jason mit LKW fahren bei ETS. Nein. Nee. Da doch, das reicht das schon, wenn ihr hier LKW fährt. Das klappt. Ich hab den bei ihm nämlich schon bei mir fahren lassen. Ja, vorher vorgewarnt. Er hat dann mein LKW zu Schrott, hau ich ihn zu Schrott. Der nächste Punkt, wenn du halt zum Beispiel auf TMP bist und da Leute überholst, zum Beispiel auf der Landstraße, du wirst direkt gebannt. Wenn ich überholen kann, überhole ich. Ja, wenn frei ist. Ebenso ist er der echt auch. Wenn geht, dann geht. Wenn nicht, dann nicht. Wenn wir fertig sind mit Man, sollen wir dann direkt Neptun und Walzen? Nee, wenn alle drei Wiesen gemäht sind, dann Ladewagen dran und anfangen mit Sammeln. Werden wir uns auch was stehen lassen? Ich wiese nicht. Ah ja, da hieß es gerade. Oder? Ah ja, da. Dem langen Stück bei der ersten Bahn, die du gefahren hast. So, jetzt erzähl mir mal, Crazy, wo habe ich denn was stehen lassen? Hier an der, Eck. Hier an der Seite. Hier? Ja. Ah. Ah, der passt genau auf. Ja, ist aber minimal nur. Das kann ruhig stehen bleiben, das ist nicht schlimm. Weil er ist nämlich ohne Hecke oder so ein kleines Bäumchen oder so ein Scheiß. Bei Jason, da musst du mehr aufpassen, weil der lässt mit auf dem Feld was stehen. Aber ich würde sagen, am PC LS spielen, ich glaube, das ist richtig geil. Besser wie an der Konsole. Ja, aber du hast ja doch mehr Mods und alles. Na, deswegen. Ja, gut, aber mittlerweile ist es bisher im 22er hier auch schon modtechnisch sehr gut ausgestattet eigentlich. Also es gibt ja schon so viele unrealistische Mods, die es auf dem PC auch gibt, dementsprechend. Zum Beispiel alles mit einmal anheben. Ja, nein, ich meine so Sachen wie unsere Turbo-Häcksler und Drescher und so. Oder die kleinen Anhänger, wo 5 Millionen Liter reinpassen. So.
1 ist so ein Big M, den haben sie noch nicht so auf Turbo-mäßig gemacht. Ja, da warte ich noch drauf. Kommt bestimmt noch. Das wäre geil. Knallt sie mit 200 über die Wiese, ey, wo weiß nicht, wo du hinlenken sollst. Ja, vor allem, wenn du 50 Drehen. Meter Arbeitsbreite hast und machst dann auf direkte Schwartablage. Da kriegst du was fährt, da kann einer alleine fahren. Dann kriegst du auch noch schnell was fertig. Dann hast du ja auch noch eine Schwaderablage, ne? Wie breit ist der Schwader? 24 Meter oder so? Nicht mal, dann hast du doppelte. Ah, ja, klar. So, also Wasserverteilung. Habe ich jetzt gerade gut abgeschätzt mit dem Stroh. Ja, die Schweine braucht Stroh. Ich wusste jetzt aber nicht mehr genau, wie viel da reingeht. Ich habe jetzt einfach was mitgenommen, abgekippt. Ich habe noch 309 Liter drin. 390. Paps, Kartoffeln. Schnell leer. Was ich auch geil finde, einfach diese Sachen, wo du auf Verteilen stellen kannst, wo die werden einfach nirgendwo hingebracht, weil es halt gibt, wo das gebraucht wird. Ich glaube, es ist einfach im Lager drin. Ja, so. Aber in der Zeit, wo mein LKW jetzt gerade hier beladen wird, möchte ich gerade noch mal eben kurz ein kleines Thema hier ansprechen. Oh, ah, ihr seid auch alle immer motiviert und zuversichtlich, Alter. Das ist der absolute Wahnsinn. Echt. Ich bin gespannt, was du jetzt ansprechen willst. Ja, wenn du so kommst, kann es meistens nichts Gutes sein. Danke. Ist aber richtig. Eigentlich wollte ich nur hingehen und mich nach letztem Wochenende nochmal persönlich bei euch und auch bei allen Zuschauern und Followern hier auf Twitch bedanken. Dafür, dass ich letzten Sonntag von Twitch die E-Mail gekriegt habe, dass ich jetzt alles abgeschlossen habe und qualifiziert bin für den Affiliate-Status. Das heißt was? Dass ich mit Twitch jetzt Geld verdienen kann. Um es mal abgekürzt auszudrücken. Ja, kommt drauf an. Was die Leute spenden, wer ein Abo abschließt, was man an Werbung macht, etc. etc. Das heißt, Team ADS kommt bald ganz groß raus. Ja, wenn du dran glaubst, ist ja schon mal gut. Machst du bekommst du doch endlich Lohn? Nein. Schade. Kommt nicht dann endlich Lohn? Ich muss auch schon bedenken, Jason, ne? Also, dann kommt Papa starten noch, weil das ist, dann läuft das irgendwann als Kleingewerbe, dann wollen wir auch noch Geld haben und das so weiter. Ist, das ist nämlich der nächste Punkt. Ich habe das jetzt freigeschaltet und kann das machen. Aktuell mache ich es noch nicht, weil ich damit jetzt erstmal warte, bis ich Ende August wieder Urlaub habe, weil ich mich erst nochmal intensiv in das Thema einlesen muss und dann dementsprechend mich auch mit dem Steuerberater einmal hinsetzen muss und ein paar Sachen besprechen muss und Gewerbe anmelden muss und so weiter.
Weil das ist dann so gesehen meine eigene kleine Firma, kann man sagen. Und das Ganze muss ich auch für Finanzamt alles festhalten und so ein Scheiß. Ja, und dann hast du aber einen Vorteil, dann kannst du so Sachen wie diesen Streaming-PC auch teilweise von der Steuern absetzen. Ja. Aber dementsprechend an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal an euch alle und auch an die Zuschauer da draußen und vor allem die Leute, die auf Twitch folgen oder regelmäßig mal reinschauen, großes Dankeschön, weil ohne euch alle hätte ich dieses Ziel nicht erreicht. Ja, was kriegen wir jetzt auf? Ich werde ganz rot. Die Frage ist, was kriegen wir dafür? Ja, ich habe mich gerade bedankt bei euch, reicht das nicht? Nee. Nein. Nö. Nö. Opfer so viele Samstagabende und alles. Ja, dank dafür. Opfer, Opfer. Sagst du, der so oft krank ist oder nicht da ist? Nicht da ist. Sag der mit dem Mikropenis. Wenigstens bin ich zuverlässig. Das stimmt. Ja, zuverlässig, der wenn später wird ein. Egal, aber ich bin immer da. Auch immer da, so gut wie es geht. Ich habe einfach nur ein Privatleben, wo ich gerade momentan sehr viel Probleme habe. Du hast mit deinem ganzen Leben hast du Probleme. Wer hat nicht? Hallo, viel Arbeit, wenig Geld. Jason, dem ist doch alles egal. Oder gar keine so Arbeit, billig. Wenig Geld. Ich wollte gerade sagen, er ist ja auch billig. Er lässt sich ja schließlich auch billig kaufen. Egal, dafür habe ich Geld bekommen. Ich würde sagen, da war schnell für dieses Geld. Machen wir nach. Ja, aber er hätte doch mal 10 Euro mehr rausholen können. Billig. Ja, jetzt muss er aber mal überlegen. Er hat jetzt 20 Euro verdient in 5 Minuten. Rechne das mal auf den Stundenlohn hoch. Mehr Geld kannst du nicht verdienen. 60 Euro Stundenlohn. Mehr Geld kannst du nicht verdienen. Und was kauft er sich davon? Ein Pornoheftchen. Warum? Internet. Hallo, heute kauft sich keiner mehr ein Heft. Sagen, Alter, wer holt sich denn heutzutage noch Pornoheftchen? Also, das ist aber Marcel. Auch nur. Ja, nee, das ist. Irgendein ja, Opa, nein. Weißt du, der noch nicht mal Internet zu Hause hat. Ihr müsst. Weißt du, das ist doch, wenn er mal Scheiße baut und Daniel ihm das Handy abzieht, dass er immer noch Pornos hat. Er zieht mir das Handy nicht ab. Er kann das einfach so mit Family Link sperren. Ich kann ja von meinem Handy aus sperren. Das ist noch Pornos. Und wenn er so auf solche Seiten geht, dann kann ich nachgucken und kann genau sehen, was er mit dem Handy macht. Na, wie oft hat er sich schon sowas angeguckt? Nicht einmal. Gar nicht. Der ist mir eindeutig zu anständig. Hat das eine vernünftige Erziehung? Ha! Wie du nicht genießen darfst. Ich weiß gar nicht, was bei mir angefangen hat. Ja, das schon ich sag nicht. Mal so, also wenn man ihm dann sagt, entweder lässt du das sein oder ich schlag dich tot, hilft meistens. Ja gut, wenn jemand ja, zu mir sagen würde oder ich schlag dich tot, dann... Ja, das Ding ist, zu meiner Zeit damals, wo ich so in seinem Alter war, da war gerade so, ich sag mal, dieser Umschwung, wo er gerade anfing mit Internet und so erst, ne? Da kamen ja gerade die ersten Smartphones nachher raus, also. Bei mir war nur mit Heftchen. Die guten alten Heftchen immer. Heute hast du Internet, ey, da hast du Millionen von Hefte bei dir. In 4K. Ja. Und Ultra HD. Aber muss mal überlegen, so wie jetzt diese... Ultra HD ist 4K. Du Techniker, ey, Alter. Wieso ist mein scheiß Kipper eigentlich hier auf den scheiß Kornschieber? Was ist denn das für eine Kacke? Weil wer hat das denn umgestellt? Weil immer ja überall ja steht, 4K oder Ultra HD. Statt bei mir mein Fernseher gestern Abend war wieder 4K-Ultra HD. Ich finde das dasselbe, du Idiot. Ja, geil ist ja so wie die lustigen Taschenbücher von früher, die kriegen mittlerweile auch fürs Handy. Das ist Wahnsinn. Ich war es noch früher auf dem Bolzplatz und also auf dem Gummiplatz und sowas. Wir haben früher noch Sand gefressen, Alter. Und Pilgrimmer. Ja, die hab ich nicht. Ich hab früher im Sandkasten in den in das Loch reingekackt. Was? So, hast Katzenklo gespielt oder was? Ja, so gesehen, ja. Welches Kind wird da Buddelstück? Mama, ich hab Schoki gefunden!
Hm, musst du essen, mein Sohn? Wir haben früher noch Flutschfinger gegessen, ohne doof angeschaut zu werden dafür. Also, gibt's die überhaupt noch? Glaub nicht. Genauso wie die Solero-Shots, Alter, die beiden Dinger waren so geil, ne? Oder die UFOs. Oder diese Muscheln. UFO. UFOs nicht. Nee. Die sind nicht lecker gewesen. Die gibt's immer noch. Ja, die Muscheln glaube ich auch noch, oder? Die was? Die Leckmuscheln. Ja, die gibt's auch noch. Oh, geil. Okay. Wir sind früher noch mit unserem Taschengeld in die Süßigkeitenläden gegangen und haben gekauft. Ja, ist echt so für 50 Cent von denen. Ja. Für 1 Euro von denen. Aber da hast du auch noch. Ey, ohne Scheiß, für einen Euro oder für eine Mark, da hast du aber auch noch ordentliche Tüten gekriegt. Ja, ja, heutzutage auch, Alter, die Haribo-Tüten und so, die werden immer kleiner. Aber immer teurer. Und teurer. Ja, ja, 300 Gramm Packung 1,69. Nachher stand es dann noch da, hab ich noch genug, wenn ich das auch noch kauf? Ach, übrigens, apropos Gummibärchen, ich hab noch welche im Kühlschrank. Ich hab gerade noch Restlinge-Welche. Wieso hast du Gummibärchen im Kühlschrank? Hab vergessen, Eis zu kaufen. Am Pimmel. Ich hab vergessen, Eis zu kaufen, deswegen hab ich meine Gummibärchen in den Kühlschrank. Ja, wie ja. Geht er? Du hast dich noch verabredet auf dem Schulhof, Alter. Wo auch immer das da spielt heutzutage. Jo, kommst du heute nach der Schule online? Bitte. Warte, du hast ja Ende August ja Urlaub, gell? Ja. Ich nämlich auch. Ja. Abgesehen, da bin ich das ganze Wochenende nicht da. Ende August, da arbeite ich mir schon wieder den Arsch ab. Das letzte August-Wochenende, Samstags, ist keine Aufnahme und so, weil da ist die WWE-Veranstaltung in Deutschland. Batch in Berlin. Und den Dienstag davor bin ich selber in Oberhausen auf der Live-V-Show. Es ist jetzt auch wieder bald Money in the Bank. Yep. Wann ist das? 6. 7. nächsten Monat, glaube ich. 2 Wochen, glaube ich. Aber, ey, das, was abging, wo Seth Rollins zurückkam, war ja das Geilste. Also, das hätte ich absolut nicht erwartet. Dass er direkt sein Money in the Bank Match bekommt. Kommt da raus, stolziert. Halt. Er kommt da raus, stolziert wie alles Mögliche, Alter. Sagt nur so: Ja, ich hol mir den Koffer, um meinen Titel zurückzugewinnen. Damien Breeze kommt raus und sagt, wie wärst du gegen ich um den Titel? Fertig, zack, brauchst keinen Koffer dafür. Ist denn jetzt schon irgendwas bekannt gegeben wegen dem Network, was da jetzt endgültig mehr passiert? Nö. Das letzte, was ich gehört habe, ist, dass das überwiegend irgendwie teilweise in den USA und so eingestellt werden soll und gar nicht so europaweit, weil die hier andere Verträge haben oder so. Also könnte das sein, dass das hier so bleibt, wie das. So. Ich hätte mal eine andere Frage an euch. Wer von euch driftet gerne? Gustav. Gustav. Immer dieser Gustav. Wir fahren alle Fronttriebler. Nein, ich fahre ja nur, weil am 11. Juli kommt JDM Driftmasters. Ich bin nicht so der Drift-Mensch. Ich wohne nicht. Das ist in der Grafik-Zone so wie Assetto Corsa. Deswegen sage ich. Ich bin eher der, der in Panzer einsteigt oder ein Flugzeug einsteigt und alles bombardiert. Marcel, unser kleiner Taliban. Hey, kleiner Bombenleger. Kriegstreiber, bitte. Ja, aber Daddy Simulator hätte ich schon Bock mit euch. Oh, das wird nicht gut. Egal. Letztens bin ich ja an meiner eigenen Scheiße verreckt.
Ja, du hast doch schon in den Sandkasten geschissen, also mich wundert nichts mehr. Vor allem das Dumme ist ja, in dem Spiel geht es ja noch darum, dass das Kind sich umbringt und der Vater muss es verhindern. Ich weiß ganz genau, wie das Spiel aussehen würde, wenn Jason mit Daniel zusammenspielt. Wenn Daniel der Vater ist, Daniel wird einfach stehen bleiben und hoffen, dass Jason schnellstmöglich stirbt. So, das müssen wir einfach machen. Warte nochmal, ich hab's nicht verstanden. Ich hab gesagt, wenn wir den Daddy-Simulator spielen würden, du und Jason zusammen und du spielst als Vater, du würdest einfach in der Ecke stehen bleiben und hoffen, dass Jason sich schnellstmöglich selber umbringt. Ja. 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 Bitte, es soll passieren. Ich zähle auch schon die Tage, wenn er auszieht. Oder wenn ich den endgültig rausschmeiße. Jetzt geht das Thema wieder los. Ja, der nervt mich da schon mit die ganze Zeit. Matze hat auch schon Pläne mit deinem Zimmer, Junge. Was, ehrlich, was Matze? Heißt, ja, was heißt, ich habe Pläne? Ich habe euch nur den Tipp gegeben, mach du dir daraus ein Zockerzimmer und dann kann deine Frau aus deiner jetzigen Zockerecke im Schlafzimmer sich eine Leseecke machen. Ja, doch, ich kann's mir schon vorstellen, die Nacht bevor Jason Geburtstag hat, 23.50 Uhr, Daniel kommt mit Koffern, 23.50 Uhr, er ist noch nicht 18, Daniel kommt mit Koffer in die Zimmer gestürmt, schmeißt in die Zimmer die Koffer an den Kopf, bis 0 Uhr sind die gepackt und du bist aus der Wohnung. Ich brauch nicht bis 18 warten, ich darf das überhaupt schon mal 16 rausschmeißen. Das ist so gemein, müssen sein. Ich bin so gemein, gerade wenn ich das Zimmer haben will. Da kann ich noch viel gemeiner werden. Das ist leider die Wahrheit. Tja. Falls du auf die Idee kommst, hey Daniel, du kannst ja sonst als Kompromiss hingehen und kannst das ja so machen, wenn du ja das Zimmer als Zockerzimmer hast, ne? Ja. Dann hättest du ja eventuell den Platz, dann könntest du ja aus eurem jetzigen DVD-Raum die DVDs da mit reinpacken. Dann kann er in den DVD-Raum ziehen, noch bis er 18 ist. Ja, da passt gerade mal ein Bett rein. Ja, reicht doch. Wir brauchen nicht. Wir brauchen nicht, die Konsole bleibt weg. Gibt keine mehr. Ihr alle seid Arschlöcher, ich hab keinen Bock mehr. Wir lieben dich doch alle, Jason. Wir mögen dich so sehr. Echt? Ich bin aber nicht schießen, mag ich sehen. Wir müssen mal wieder COD spielen und so, dass Daniel seinen Sohn mal wieder erschießen kann. Einmal. Kannst du mir einfach wieder Papa in die Fresse ballern? Boah, ich muss mal stellen. Dann darf Papa kein Rainbow spielen. Oh, Eigenbeschuss die ganze Zeit. Daniel, wenn ich mit Jason spielen muss, würde ich mich freiwillig erschießen. Du spielst gerade mit ihm. Ich weiß, aber ich kann mich hier leider nicht erschießen. Ja, Kühe kann man auch nicht erschießen, sonst wäre Kevin auch da. Wie wär ein Spiel, bei dem du deine Teamkameraden erschießen kannst? Sehr gut, bin ich dabei. Rainbow Six. Welches? Ja, aber dann ist doch 5 Minuten langweilig, weil wir alle Jason abknallen. Rainbow Six Siege, das was ich auch zog. Also Rainbow Six Siege. Da gibt's noch Breaking Gustav. Point. Breaking Point kannst du auch deine Teamkollegen erschießen lassen. Wer mit mir Breakpoint spielt und mich erschießen lässt, kriegt 5 Sekunden später mit meiner Drohne und eine fucking Artillerieattacke. Ich mal dann gedacht, dass du überhaupt gar nicht wieder aufstehen kannst, weil du jedes Mal wieder. Niederman. Ich hab Breakpoints 100% durch. Ich hab's einmal kurz angespielt. Sam, ihr siehst schon alles mittlerweile schon auf dem zweiten Charakter. Matze. Bitte. Ich könnte dir was vorschlagen. Aber ich weiß nicht, was du dazu meinst. Jetzt ist interessant. Ich scheiß nicht in Sandkasten. Nein, nicht deswegen. Scheiß bei Jason im Mund. Hast du mal schon mal geshared? Was hab ich? Games sharen. Ja. Nö. Man sollte es eigentlich nicht mehr machen. Crazy. Sollte.
und sollte die Games nicht mehr stellen, weil sobald Microsoft dahinter kommt, besteht die Chance, dass dein Account komplett gebannt wird. Nicht dein Xbox-Account, sondern dein Microsoft-Account. Aber es ist schon geil. Gut, ich bin gerade noch mit einem Kollegen am Sharen, aber das war bevor diese Regelung kam und sie haben es nicht gemerkt bis jetzt. Aber wegen den Minuten habe ich glaube ich geile Xbox-Spiele. Vielleicht sind wir bald Marcel los. Nein. Weil sie machen das nicht, wenn du es vor der Regelung schon geshared hast. Schade. Du kannst es jetzt immer noch machen. Die Chance ist klein, dass sie es entdecken. Aber wenn sie es entdecken, dann... Warum kaufe ich mir die Spiele alle selber? Oder man besitzt einfach einen Game Pass. Battlefield 4 finde ich auch noch geil. Ja, Battlefield macht auch noch Spaß. Hab ich auch. Bis auf das neue. Die komplette Enttäuschung. Hab ich mir nicht geholt. Warte, Battlefield 2042? Ja, komplett. Das ist glaube ich ein reines Online-Spiel, ne? Ja. Aber Battlefield 4 würde ich auch noch mit euch spielen. Bin ich ehrlich. Es gibt vieles. Wir haben ja bald mehr Zeit für den Alles ist möglich Sonntag. Das heißt, wir brauchen bald mehr Spiele. Ich hab Game Pass. Ja, ich hab Ultimate Game Pass. Ich hab irgendwie an die 200 Spiele zu Hause stehen. Und wie wär's mit Descenders? Nein, wir spielen kein Fahrradspiel. Golf with your friends? Oh Gott. Nein, das ist auch noch witzig. Wir müssen dafür erstmal wieder zu einer Alles ist möglich Sonntag. Ey, wie wär's mal mit Gears of War? Die nächste Alles ist möglich Aufnahme wird sowieso erstmal GTA. Und jetzt müssen wir auch darauf achten, dass da dann noch immer 5 Leute spielen können. Das 4. Gut, oder so ein Wärter da, wie sitzt im Haus, der macht meistens. Ja, da kommt halt auch aufs Spiel drauf an und so. Wenn jetzt ein Spiel hast, zum Beispiel so wie den Ziegensimulator, den jetzt wir, die einen Game Pass haben, spielen können und die anderen nicht, dann sind wir da halt nur zu dritt oder was? Auf den hab ich so Bock. Aber Matze, bei dem GTA mach mal halt so jetzt eine kleine neue Regel. Nee, wir machen da keine neue Regel, kannst du vergessen. Du hast mich so herausgefordert, wie meine Regeln sind. Also machen wir das auch so. Ja, aber wenn ich dich schnappe in der Zeit, dann... Es gibt ja kein Zeitlimit generell. Du musst erstmal überhaupt versuchen, mich zu erwischen. Du weißt es nicht, wa? Das Einzige, was verboten ist, sind Handgranaten, Raketenwerfer, Lenkraketenwerfer, Panzer... Sniper mit Explosivmunition und so. Also aber alle schwere Munition, schwere Geschosse und. Aber was ich ehrlich gesagt, was mir auch letztens in den Sinn kam, wir haben es ja immer so gemacht, einer fährt weg, die anderen jagen. Was auch mal eine geile Idee wäre, ist... Zwei fahren weg, drei jagen. Nein, wir suchen einen aus, der jagt, die anderen hauen ab. Wenn er jetzt den nächsten, den ersten erschossen hat, muss der mitjagen und so dann halt immer weiter. Immer, wenn einer gekillt wurde, wird er zum Jäger. Ja, wie lange willst du denn bei Jason aufwarten? Das Ding ist aber, dann hast du Jason diesen fängt Punkt, dann einfach du müsstest es ja dann so machen, dass der Letzte gewinnt. Also der als Letztes gekillt wird, der hat gewonnen. Ja. Ja, da ist aber das Problem, dann können die Leute aber hingehen und die fangen müssen, können sich dann aussuchen, wer gewinnen soll. Weil wenn zum Beispiel jetzt ich fangen muss oder was, ne, und ich schnapp mir als erstes Daniel, schnapp mir danach Crazy, schnapp mir danach Jason, kann ich ja damit automatisch auswählen, dass ich dich noch nicht hole. Und dich zum Gewinner mache. Ja, man kann aber einfach sagen, macht's just for fun. Du hast ja, weil gewinnertechnisch hast du da keine Handhabe dann drüber. Da entscheiden dann die Fänger, wer gewinnt. Und da liegt es dann nicht an der Anstrengung von dem, der abhauen muss oder so. So wie jetzt hast du ja, dass du musst den Spirit haben, du musst es schaffen, länger als die anderen zu überleben.
Da kannst du nicht beeinflussen, wer gewinnt. Ja, mir geht es doch nicht darum, da im Endeffekt nachher wer gewinnt, sondern einfach mal so allgemein. Das macht sich auch noch Bock. Ja, drüber nachdenken kann man da von mir aus mal, aber erstmal machen wir zu den alten Konditionen und zu den alten Regeln ja, und so machen wir eine Fünferrunde. Dass jeder einmal wieder abhauen muss. Ich kann für die aber, Spannung kann ich jetzt schon sagen, ich haue als letztes ab. Aber wieder die Regelung, ne? Keine geglitschte Scheiße. Ja. Jason, keine geglitschte Scheiße. Dann halten sie dir in 3 Jahren noch vor. Mhm. Der hat da nur gewonnen, weil er dieses fucking geglitschte Auto hatte. Da ist nichts passiert. Ich bin links an ihm vorbeigefahren. Du bist nach hinten. Ja, du hast nicht mal gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja, oder so lange überlebt wegen dem geglitschten Auto, Mann. Der ist durch mich hindurch geglitscht. Ja, genau. Ja, du bist luftfrei. Er nimmt dich nicht für voll. Richtig, ich auch nicht. Ich ihn auch nicht. Ich mich auch nicht. Ich dich auch nicht, Matze. Ja, ich gehe. Also Marcel, nächstes Mal, wenn du sowas behauptest, dann mache ich davon einen scheiß Clip, damit ich dir das dann zeigen kann. Ja, er nimmt euch ein Zimmer und macht Liebe. Nee, nicht mit dem. Davor schieße ich mich selber, bevor ich mit dem ins Bett steige. Wieso brauchst du dich ja nur in Pumpe stechen lassen? Reicht doch. Wer fickt wen, ist die Frage. Wer ist danach schwanger? Das ist die andere Frage. Naja, ich sag mal so. Und wenn, dann wäre ich die Person, die bei Jason reinhält. Weil es heißt ja so schön, nicht der den Arsch fickt, ist schwul, sondern der den Arsch gefickt wird, ist schwul. Ja, wenn du ja viel Spaß mit dem viel Spaß mit dem Nutella. Ja, danach darf man noch ablecken. Sauber machen. Schön sauber machen. Eigene Nutella. Jason kriegt 20 Euro, wenn er macht. Leck mich. Okay, Jason, wir können verhandeln. Wir machen dieses Mal 30, komm. Warum? Ich will es höchstens für 10.000 machen. Du. Ist ein Angebot. Warte, ich gebe meinen Lottoschein ab. Wenn du es nicht machst, dann kriegst du von mir eine Nutte bestellt. Also, ich mach's dann doch nicht. Wo bleibt sie? Wo kommt sie? Ah, ja, Jason hat sich ja schon jemanden ausgesucht. Jason will Papa. Matze haben. Ah, Jason! Gibt's schon wieder einen neuen Namen oder was? Ich habe keine aktuellen Infos. Es gibt jetzt 3 Sachen, die er jetzt sagen könnte. Du bist echt eine Schlampe. Ja! Willig und willig. Ja, Papa, ja dann hau mal raus. Die von hinten? Nein. Meine Klassenkameradin? Nein. Okay, da weiß ich, wie du meinst. Ja, wen denn? Vivian? Nein. Hey, wen denn dann? Den von hinten. Nicht bah! Die von hinten. Den! Die Schwuchtel! Perfekt für Jason! Gut, andere Frage, wer ist Vivian? Ja. Unsere Nachbarin. Stimmt, ah. Da hatten wir doch mal was bei Matze. Papa Chef, hat die ganze Zeit gesagt, das wäre was für mich. Der Arsch. Also Entschuldigung. Das Mädchen, was mit Jason zusammen ist, tut mir leid, weil das Mädchen hat eindeutig jemand Besseres verdient. Marcel, er gibt ein Sprichwort. Was denn? Stille Wasser sind tief. Nur weil er aussieht wie Scheiße. Redet wie Scheiße. Ist scheiße. Heißt ja nicht, dass der auch wirklich nur scheiße macht. Ja, auf dem Klo schon. Also, ich hätte ja jetzt gedacht, es kommt jetzt mal was Anständiges, wo Jason komplett verteidigt wird. Nein, er setzt da einen Sohn drauf. Nein, der doch nicht. Der konnte seinen eigenen Sohn. Ja, man braucht Jason scheiße. Eine Therapie wegen den ganzen Sprüchen immer, ey. Irgendwann wohl. Ey, sag nix, letztens hab ich dich verteidigt, du Ratte. Ja, das mit Kevin. Bitte? Ja, das mit Kevin. Machst dir was aus, wenn ich Jason meinen Puff nehme?
Der kommt dann auch nicht. Leon, was willst du? Du weißt schon, dass er 14 ist, ne? Ist mir egal. Hinter einem. Ja, ja, kannst du die Kopf. Ah, Hose runter! Ich schick den Screenshot, wie die App heißt. Ich bin da Stammkunde im Puff, deswegen habe ich gute Kontakte. Geil, kann ich mal kurz mitkommen? Bräune. Hab nur Nutze zu Hause. Die sollte vielleicht ganz zufällig im Wohnzimmer, oder? Doch. Nee, er hat dich gemeint jetzt, weißt du? Bei ihm weiß man nie. Also wenn mir gleich mal den Gegend geflogen kommt, weiß ich, was Phase ist. Papa, ich hab das mal kurz gerade gemacht, ne? Du sollst weiter im Kreis fahren, du Pissgurke. Alte Pisslitsche. Ey, Matze! Wieder. Dexter Loomis. Das war der Typ, stimmt, der missverfolgt hat. Aber mein Vater hat gerade gesagt, bei der Tussi hat er auch an Nikki Cross gedacht. Aber die passt doch von der Körperstatur nicht. Das ist Nikki Cross. Passt doch. Alter, was hat die gemacht? Dann haben die doch schon gesagt, dass sie das ist, oder nicht? Ja, da gibt es überall schon Bilder und so. Da kann man auch ganz obvious sehen, dass sie das ist. Ich habe sie nicht mit der Körperstatue in Erinnerung. Ja, die hat sich auch verändert. Phew, da steht guck dir Nia Jax an. Guck dir Nia Jax an, die hat sich auch verändert. Ja, die ist fetter geworden wie vorher. Jason, du hast doch schon wieder was stehen lassen. Ja, die mache ich ja gerade auch. Ja, da oben, rechts nehmen die auch noch. Links, hinter dir. Da ist es. So, du kannst jetzt eigentlich schon rüberfahren zum Kleinfeld, dann mache ich nämlich den Rest hier fertig. Mineralding. Ja, dann fahr du gleich rüber zu dem Kleinen, dann mache ich diese im Feld, ist ja nicht mehr viel. Muss ich den für die Brücke zuklappen? Austausch. Ja. Musst du. Ah ja. Die zweite Schau, ich hab gehofft. Fertig, ja. Das läuft ja, hör mal. Ich fahre jetzt den letzten Rest, dann sind jetzt noch zwei Bahnen. Fahre ich eben alleine. Jason fängt mit dem kleinen Feld schon mal an. Ey, du dreckige Nutte, ne? Geh wieder nach Günther. Alte Fotze. Piep. Muschibremse. Und Jason, petzen, ne? Kann keiner leiden. Ja. Vielleicht der Nächste, der auf dem Gesicht kriegt. Petzen sind immer die, die als erstes vermöbelt werden. Ja, da ist Jason gleich, der wirklich vermöbelt. Also Crazy schwadert immer, so, der macht so Rundfahrt. Wenn immer im Kreis. Jetzt wird's ganz kurios. So, zweite Feld, letzte Bahn. Jetzt gleich einmal rum. Mal schauen, gibt's da Spitzbox? Ach, Matze. Bitte. Die haben jetzt nächste Woche bei der Postenbörse wieder Deutschlandklamotten. Ja, ich hab ja schon fahren. Ja, wollte ich ja nur nochmal gesagt haben. Schade. So. Und die haben auch nächste Woche bei Postenbörse auch Schwerlastregale. Aus Metall. Brauche ich nicht. Ja, ich mach nur gesamte Tragkraft 800, noch was Kilo. Ich muss nämlich hin, ich brauche eins.
Matze, wer willst du eigentlich das Brett vom Keller hochholen? Wenn er Urlaub hat. Okay. Wenn ich irgendwann mal einen Samstag frei habe oder so und Zeit habe, um in meine Werkstatt zu gehen. Aber wo mir das jetzt gerade hier nochmal in den Sinn kommt, Alter, der MAN von deinem Kollegen da, der sieht extremst geil aus. Es ja, an sich ist kein Kollege von mir, ist ein Fahrer, der viermal die Woche. Ja, der Fahrer halt. Ja, der MAN sieht, also den würde ich sofort fahren. Sein Arbeitskollege kriegt jetzt auch einen neuen, auch in dem Design und so. Aber als Zugmaschine ganz normal. Ja, das Schöne ist halt bei uns, du kannst auch die LKWs schön aufrüsten und alles mit Leuchtbalken und so, weil wir haben die offizielle Erlaubnis. Chess, wir dürfen auch auf Festivals. Da ist jetzt bald eins in Interlaken. Aber ich gehe da nicht hin. Es kommt im Moment noch kein LKW vom Aussehen her an den von Andreas Schubert dran, der schwarz-rote. So, aber in der Zeit, wo das Fass hier noch weiter am Abtanken ist, würde ich sagen, Leute, werden wir uns für heute erst einmal verabschieden. Denn, Folgenlänge ist eigentlich ausreichend. Dementsprechend würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne ein Däumchen nach oben da. Schaltet nächste Woche wieder ein. Da könnt ihr dann das Endergebnis von Crazy Sein Schwartkünsten sehen. Und entweder sind wir zufrieden oder ihr hört uns fluchen. Lasst euch überraschen. Checkt die anderen Projekte ab. Und in diesem Sinne, macht es gut, habt noch einen schönen Tag und hade tschüss. Hade tschüss. Haut rein. Ciao, ciao. Bye, bye. Schon eingeschlafen? Hä? Was? Nein! Was? So lost, ne? Ich war konzentriert! Ja, konzentriert! Verabschiedet sich nicht! Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er schon wieder irgendwas in der Fresse hat! Ja! So wie am Anfang, schnell, jetzt am Ende auch. Nee, so schnell aufessen und dann so tschüss!